So. Du musst nun einfach nur eine kleine Sache beachten. Guck dich um und sammel das ein. Und wenn man dann auch die bisschen entgegenkommen könnte, damit eben nicht jedes Mal die Tür hinter eurem Rücken kaputt gemacht wird. Oder zugeschlagen oder wie auch immer. Machen kann. Nee. Oh, hier ist irgendwo ein Schweinchen. Oh. Okay, das war gerade grottig. Wieso finde ich dieses Schweinchen gerade nicht? So, wo ist das Schweinchen namens Pape? Wo bist du? Ist es über mir, unter mir? Fliegt es denn irgendwo? So, yes. Okay, diesmal haben wir es getroffen. Jetzt höre ich es aber nicht mehr. Es wird auch nicht mehr lauter. Das heißt, da hinten war es schon irgendwo. Also, ah, da ist es doch. Na, also, pfeffer mir mal. Die sieht man fast gar nicht, diese Schnauzen. Und da, ein Körbchen. Oh, oh. Gut, wie kommt man jetzt da? Ja, es sollte funktionieren. Nun, alle 1 und 2. Und wir haben... Moment, 600 irgendwas. Das heißt ja... Wir können das Pferd verbessern. So, und natürlich... Ein rotes Pferd diesmal. Genauso wie die Verbesserung von den... von der Pfeffermühle. War am Anfang war die einfach nur mit irgendeinem äußeren Ring oder sowas und dann wurde die verbessert. Oder ist im Nachhinein rot? So, Moment, was ist denn da? Und, alle. Oh, oh, das war knapp. Diesmal gefallen und gestoppt. Das war mal interessant. Okay, hier kommt man gerade auf. Was ist das? Das sieht aus wie eine Kuh, Krake, irgendwas. Keine Ahnung. Auf alle Fälle eine Hand. So. Okay, hier kommt man durch. La 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 la. Ist ja fast schon ein separates Zeichen. Entweder ist es so ein Schlüsselloch, was da. Oh, bitte nicht. Ich dachte schon. So, der Schrumpfsinn. Man kann auch als Stumpfsinn. Schrumpf und Stumpfsinn. Ja, was haben wir denn hier? Seltsam schon. Auch ungewöhnlich. Sogar außergewöhnlich. Hm. Aber fast nichts ist einzigartig, alles. Eures war nicht das erste Backsteinhaus, das durch Feuer zerstört wurde. Oh. Nicht, dass normalerweise sind ja Backsteinhäuser äußerst brandungefährlich. Ja. Ist nicht das erste. Hat da irgendjemand vielleicht was Brandmäßiges hingelegt? War es einfach nur ein Trauma oder Drama, irgendwas? Kann ja auch sein. Es war einfach nur zur falschen Zeit, am falschen Ort und wieder mal ein schöner kleiner Mühle. Was ist es mit Alice und Minilex? Und Lex, oh Mann. Schlimm! Müsste ich vielleicht mal auf 60 FPS hochmachen. Dann, blöderweise muss man da aber hier erst irgendwelche Kacke machen, damit das funktioniert. Einfach schön. So, Nummer 1. Na. Wird es jetzt wohl. Okay, jetzt geht's los. Und alle. So, oh oh. Jetzt. Na komm schon. Ich will diese Viecher kaputt machen. Einer hat weg. Jetzt sind es nur noch. Einer. Warum auch immer. Und der Baller. Yes, verletzt. Sehr schön. 2, 3.
Okay. Ah, jetzt kann man sogar einen Trippelschlag machen. Sehr interessant. Will ich mal ausprobieren. Ach, es gibt mehrere von diesen Austern. Deshalb auch mehrere Becken. Ist ja logisch. Wir brauchen noch den Star. Den Star. Den Star. Also die sind breit und der Star wird dann wahrscheinlich hochkant sein. Oder die benutzen das wirklich mehr so zum Fliegen und irgendwas. So, dann lernen wir ein bisschen was. Eins, zwei. Okay, also mit dem Pferd hat man jetzt eine Dreifachschlag-Kombo. Interessant. So, was will ich denn hier jetzt noch machen? Hier oben kommt man schon mal nicht hin. Der Stumpf-Schrumpf-Sinn sagt mir jetzt auch leider nichts weiter. Das Einzige, was mir gesagt wird, ist, man könnte vielleicht hier noch hin. Für den Starr. Den grauen Starr oder den grünen Starr. Mehr so den blauen Starr, weil hier sind die ja unter Wasser und da ist halt alles blau. Wobei Wasser ja durchsichtig ist, was ist das? Oh Gott. Hilf mir, Alice. Aha. Dieses Showplakat, es ist ruiniert. Wenn ich es nicht wieder hinkriege, macht mich der Zimmermann zu Muschelkalk. Soll das ruiniert sein? Kann mir mal kurz einer erklären, was hier an dem Ding kaputt ist? Sammle die 4 Blöcke in der Umgebung ein, um das Puzzle zu starten. Aha. Schieb die Puzzle so auf das Spielbrett, dass sich ein Bild ergibt. Ja, ja. Du musst allerdings mit einer begrenzten Zahl von Zügen schaffen. Okay. Oh oh. Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel. Dir auch. So, Frage. Zum Einsammeln. Ist mir schnell. Ich brauche das Plakat jetzt. Ich brauche das Plakat jetzt. So. Also. Das ist das Ding zum Schieben. Okay, ja, zum Aktivieren funktioniert das jetzt noch nicht. Aber hier haben wir noch was. Ich bin wieder bei 200. Ich weiß gar nicht, woher ich diese. Man kriegt die wirklich in den Arsch geschoben. Das ist der Wahnsinn. So, Zeit zum Schrumpfen. Ah. Okay. Hilf mir, das Plakat wieder zusammenzusetzen. Mit den 4 letzten Blöcken. Ja, dann kriegen wir das mal hin. Wie mit ihrem Hitzer. Kommt das denn hier oben irgendwo mal weiter? Hier gibt's noch Tote, okay. So, also ich bin von. Wo bin ich denn gekommen? Von da. Hab da hingeguckt. Bin da einmal nach rechts gelaufen. Hab 2 gefunden. Okay. Dann gehen wir jetzt einmal nach links und gucken uns dann mal weiter um. Gucken, wo wir da rauskommen. Okay, wieder einmal Gegner. Wo sind die Viecher? Oh oh. Oh oh, nicht cool. Oh oh. Oh Mann, ich will doch nicht ein bisschen Anvisierung. Kann man denn ja einfach mal ausweichen, ohne getroffen zu werden? Aber wieso ist denn die denn jedes Mal? Boah, Junge. Ich könnte so kotzen. Okay. Na komm. Ah, hallo. Haben wir jetzt das Ding ein. So, so. So und 2. Und nochmal. Oh, hallo. Du, ist aber mal gut hier. So, jetzt aber. Und alle. Ah, ich treff das nicht. Was soll denn der Scheiß?
So, mal gucken, wie oft wir das jetzt noch machen müssen. Hat immer noch das Teil. Okay. Oh Mann. Na komm schon. Ah, das geht also nur mit dem Triple. Sehr gut. Eins, zwei und drei. Man kriegt es nur hin, wenn das Pferd auf der dritten Stufe ist. Oh. Oh Gott, das sieht so creepy aus. Oh. Dieser Ender, das ist einfach nur. Das ist Katzkrieg dabei. Ein fucking believable. Es ist fast so, als hätte jemand hier dieses Spiel gemacht, um einen Controller verkaufen zu wollen. Nicht um ein Spiel mal anständig zu machen. Was nicht eine Frechheit ist. Spiele sind nur sekundär für den Kommerz gedacht. Schnell, bevor die Show beginnt. So, wo muss ich jetzt? Muss ich jetzt sehen. Jetzt muss ich den Scheißweg wieder zurück. Wollen mich verarschen? Nö. Also jetzt mal. Ohne Mist. Machen wir mal eine kleine Abkürzung dahin. Na, okay, das war jetzt nicht. Und nochmal. Warum kann man das denn einfach gedrückt halten? Ich krieg ja einen Krampf an meinem kleinen Finger, wirklich. Okay, so. Das nächste. Wo kommen wir denn hier hin? Schwebende Plattform. Okay. Also hier ist der Hase. Der Hase sagt mir jetzt noch nichts. Okay. Schwebende Plattform. Schwebende Plattformen. Okay. Ist immerhin eine Plattformer. Plattformer. Früher, weiß ich. Halte Sorgen, Zweidimensionen auf Distanz. Kannst du sie leichter vergessen? Naja, es geht hier nicht ums Vergessen. Es geht ums damit zu leben. Das muss man den Leuten doch mal mittlerweile beibringen. So. Diesmal hüpft man genau bis hierhin. Bis dahin, wo man es braucht. Na klasse, wirklich. So, was passiert jetzt, wenn ich das mache? Da hinten. Aha. Die Tür geht auf, das Ding kommt her und schon. What the fuck? Ich habe mich immer aufgeregt, dass die Plattformen sich nicht schnell genug bewegen, aber das ist einfach nur bescheuert. Ich will da nur, dass ich hier anständig durchkomme. Oh, jetzt hab ich's nie getroffen. Mann. Und vor allen Dingen, wo fängt man da bitte an? Da unten. Nicht hier oben, wo man angefangen hat mit Springen. Nö, da unten. Okay, hoppala. So, okay, holen wir uns mal den Zahn. Gut, also, wenn wir uns jetzt das Ding holen. Was passiert? Schnell! Sie können jeden Moment hier sein. Wie funktioniert das? Jetzt kommt man wieder zurück hier. Wo gehören diese Teile hin? Ist schön. So, dann nehmen wir das mal nach. Wie? Kann mir mal kurz einer erklären, wie die Steuerung zustande kommt? Okay, also klicken funktioniert schon mal nicht. Und... Ach, so funktioniert das. Du musst es mit Leertaste machen. Nicht einfach mal WSAD, damit du einfach mal ein bisschen schnell die Dinger machst. Nee, du musst es erst noch auswählen.
Da hat auch jemand gepennt, ja. So, haben wir es denn? So, da. Zeigen wir uns unseren frenetischen Verehrern im Theater. Und da ist sie. Und nach dem letzten kommt man automatisch wieder zurück. Ich weiß noch nicht mal, da es macht keinen Sinn, da hinten diese andere Plattform da gemacht zu haben. Es macht keinen Sinn. Das hat irgendeinen, aber jetzt kann ich ja sowieso geradeaus hier durchgehen. Kann ich mich hier geradeaus drüber? Was für einen Sinn hat das denn bitte? Was hat das für einen Sinn? Es hat keinen. Wieso ist das Ding dann also hier? Ah! Na also. Jetzt haben wir doch mal Sinn gefunden, wo keiner war. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Na, wenigstens ganz am Anfang. So, wundervoll. Und Achtung, bei Überraschungsangriffen von verlorenen Seelen bereite dich auf schnelles Ausweichen vor. Was? Sowas gibt's auch. Was macht das Walross hier? Und wieso hat es gerade meine Brücke zerstört? Mein Gott, du bist kein Impresario, sondern ein Mörder. Der Kopf eines kriminellen Unternehmens. Dies ist keine Entweder-Oder-Welt, Alice. Und ich habe dir gehorcht. Du hast ein paar Botengänge gemacht. Drecksarbeit. Wahnsinn. Die Show wird die Massen amüsieren. Schade, dass du sie verpasst. Du musst dich um diese Matrosen kümmern. Deine Zeit ist gekommen. Zeit? Zeit? Die Zeit ist gekommen, über Schiffe zu sprechen und das Gemüse und das Königshaus und ob Schweine fliegen können und so weiter. Genug davon, Warlord. Jammerst wieder über zu viel Sand am Strand. Dein Geblubber nehme ich zum Frühstück. Schäm dich, Zimmermann. Du hast es versprochen. Ich hatte keine Wahl. Man kann nicht immer, wie man möchte. Okay. Ich dachte, das wüsstest du mittlerweile. Hatte keine Wahl, wieso? Ach, das war der Gang zurück. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Ertrunkener Seemann. Ja, toll. Ich weiß genau, wie man den killt. So. Einfach draufhauen, so lange bis er umkippt. Hat bis jetzt immer funktioniert. So, und wieder einmal. Blöderweise kann man die nicht angreifen, wenn die am Boden liegen. Jetzt ist er unten. Was macht denn der hier? Ach so, jetzt könnte er auf einmal... Oh, what the fuck? Ah, klar, jetzt macht er bitte einen auf den hier. So, na gut. Müssen wir den halt mal aus dem Boden rausholen. Wieso ist denn eigentlich meine Sicht jetzt gerade so eingesplittert? Ach komm! Ich will Enter drücken. Enter ist aber am Arsch der Welt der Anzeige. Schon wieder? Möchtest du fortfahren? So ein Schwachsinn! Also, das Spiel ist gut, aber wie das Spiel ist... Nee, also, nee. Die Machart. Einfach nur grottig. Das ist wie, als würdest du ein Buch mit ausgerissenen Seiten lesen. Einfach nur... Muss nicht sein. Oh, wieder die falsche Waffe. Was? Ah, in keinem Spiel konnte man bis jetzt anständig, keine Ahnung, Gegenangriffe machen. Simultan angreifen. Hat nie funktioniert. So, ertrunkener Seemann, wir haben's gerissen. Na, klasse. Och, bitte. So, langsam ist er. Gut, ja.
So, na da. Was würde denn angreifen? Und er geht wieder nach unten. Ah, da ist er da. Super. Also mit dem Hase funktioniert das gut. Bombastisch, kann man sagen. Aber es ist ein scheiß Gegner. Ich weiß ja nicht mal, wie viel Leben die haben. Das fehlt dem Spiel noch. Und da haben wir es doch. Hat wunderbar funktioniert. Bisschen aufregen, aber na gut. So. Also, wo ist jetzt das Schwein? Da ist es. Man könnte fast sagen, das Ding war in seinem Nasenloch. Neu. Also mal interessant. So, wo muss man denn jetzt eigentlich? Da lang. Mir fehlen so ein bisschen die Male auf dem Boden, die einem so ein bisschen sagen, welche Richtung man sollte. Wundert mir. Wow. Haustiere sind Freunde und unser geheimes Selbst. Auch dein Kaninchen. Dana war bestimmt eine Vertraute. Immer für dich da, nicht wahr? Mhm. Was ist denn... Wieso ist es auf einmal so... eingekratzt? Okay, also von hier sind wir gekommen. Merkt man es. Da geht's weiter. Okay, wie geht's denn weiter? Nein. Da gibt's auch noch eine Möglichkeit weiter. Gehen wir mal erstmal da lang. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Ah, ha. Nur weil das hier so ein komischer Geisterfriedhof ist, heißt das nicht, dass wir hier erst einmal. Ja. Alles nach unten machen musste. Ah, hier ist was drin, bestimmt ein Gegner. Okay, keiner. Sehr gut. Ist auch noch was. Oh, Luftangriffe kann man nicht machen. Das ist fast schon zu schade. Das wäre ernsthaft geil gewesen. Wahrscheinlich fast schon zu einfach. Dann würde jeder rumspringen und schlagen auf den Boden. So, Moment. Das ist jetzt der Gang von hinten und... Zu unserer rechten sehen wir Zähne. Ja, haben wir gerade eingesammelt. Und zu unserer linken geht's weiter. Gut. Okay. So, eine letzte noch. Das wird ein Schreckensross, wenn es denn fertig gelevelt ist. Und hier kann man wieder gegen Gegner kämpfen. Was haben wir denn da? Okay, ein Tor. Vor allen Dingen, man achte mal kurz auf die Bauweise dieses Tors. Das ist ein Schädel. Sehr interessant. So, hoffentlich sind es nicht zwei. Das würde mir jetzt ziemlich gegen den Strich gehen. So, okay. Oh. Ist der schon tot? Im Leben ist der schon tot. Okay. So, wo ist der? Oh, da ist was. Und alle, ja. Oh, nächster. So, jetzt müssen wir kurz hier ein bisschen Decoy sorgen hier. Okay, das ging doch mal ziemlich gut. Vor allem ging das schnell. Hat mich gewundert. So, drei. Okay, der erste Schlag muss sitzen. Der Rest ist irrelevant. Aber der erste Schlag, das ist der, das Ganze machen muss. Oh, bitte. Und nach dem zweiten Mal ist es doch. Na komm schon. So, drei. Freund oder Feind? Bitte, Alice, hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen.
Du musst sie befreien. Okay, krieg mal hin. Wollen sie denn in Frieden ruhen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Mhm. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. Na, wundervoll. Holen wir mal seine Mannen. So, okay. Da geht's also weiter zum Walross und ich muss erstmal irgendwo anders rein. Wie sonst üblich. Was mir aber so ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass es echt verdammt dunkel ist. Ein bisschen mehr Irrlichter oder irgend sowas. Irgendwas! Einfach nur tragisch und ein bisschen von Wunderland ein bisschen zu trüb. So, was haben wir denn hier? Seele eines Mannes. Drei Seelen gibt. Ja, irgendwann ist aber mal gut mit denen. Sammle drei Dinger ein. Ach, im zehnten Mal ist es. Man hat es schon mal gesehen. So, was haben wir denn? Gehen wir mal rechts nach links durch. Ist nichts weiter. Gut, und links daneben. Nisch. Ah, es ist so eine Art Fahrstuhl. Okay, so funktioniert es also. Schlechter Verfall, kennt keine Verzweiflung. Keine Ahnung. Was ist das? Ein Riesenkampfraum. Ein Riesenkampfraum. Also ein Riesenkampfraum. Na, wird der wohl. Yes. Ja, ist weg. Jetzt ist er wieder da. Und da ist er wieder. Alter, das dröhnt! Das donnert hier und das ist ja ziemlich cool. Sobald man hier ballert. Da hat man übelst die Base Machine aufgedreht. Also, das Level gefällt mir. So, na komm schon. Und Angriff. Und. Alter! Das dröhnt! Wie Sau! Das ist geil. Okay, also die Level sind schön. Warte, wir haben so ein schönes Unterwasser Donner-Feeling. So, was haben wir denn hier? Ein, was ist denn das? The fuck is this? Das ist eine Seele, das ist ein Kopf, das ist ein. Hä? Wieso verliere ich hier Leben? Okay, ich darf ja also nicht ins Dunkel. Okay. Merken wir uns mal. Nicht ins Dunkel, Alice. Das ist ja mal ziemlich gemein. Hoppala. Och komm! Das ist so derbe. Könnte aber auch sein, dass das irgend so ein Fisch ist. So, wohin war es jetzt da? Und dann mal hier hin.